Ja, guten Morgen bzw. guten Abend, Freunde. Hier ist der Lewis K1210 und ich bin hier gerade draußen am Hotel Titanic Beach Lara. Hab mein Bierchen in der Hand und ich zeige euch mal das Hotel so in der abendlichen oder Nachtstimmung, Freunde. Wir haben gerade so, ich glaube, so 22 Uhr. Es ist relativ kühl, deshalb sind nicht so viele Leute unterwegs. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, Freunde. Ich weiß nicht, ob man mich sehen kann gerade. Ich gehe mal so ins Licht hier. So, so müsste man mich, glaube ich, besser sehen, oder? So, so oder so, keine Ahnung. Wir machen mal so einen kleinen abendlichen Spaziergang. Hier am Hotel, Freunde. Unterhalten haben sie, das sind die Rutschen, Freunde. Das haben sie wie so ein Piratenschiff gemacht. Und abends auch schön beleuchtet. Nice. Und das ist der Weg zum Strand, Freunde. Da sehen wir, sieht aus wie so eine Burg. Sehr schön beleuchtet. Das Hotel hingegen, das könnten sie eigentlich besser beleuchten, so vielleicht farbiger, ja, mit verschiedenen Farben. Sieht ein bisschen dezent aus, aber ansonsten ein sehr schöner Einblick. Da sehen wir das Schiff, das Piratenschiff. Und hier sehen wir einen gruseligen Clown. Ja, eine Clown-Dusche. Alter Schwede. Eine geile Clown-Dusche. Jo, da sehen wir das große Piratenschiff und da hinten sind die Rutschen. Ja, da. Und da Oktopus. Richtig cool. Ja, aber wenn man den hier nachts begegnen würde, alter Schwede, sieht der gruselig aus, oder? Du Clown-Dusche, du. So, jetzt gehen wir mal weiter zum Strand. Mal sehen, was da so abgeht. Ich glaube, nicht viel. Ja. Aber es ist schon relativ frisch. Hier sehen wir eine Bühne. Da werden sicher abendliche Animationen gemacht im Frühling oder Sommer, je nachdem. Ja, wir haben 20 vor 10. Da sehen wir die Uhr. Ich weiß nicht, man kann es ja nicht so gut erkennen, aber ja, 20 vor 10. Da war ich ja doch richtig ungefähr mit der Zeit. So, dann gehe ich mal zum Strand und mache gleich nochmal das Video an. So, jetzt bin ich hier am Strand, Freunde, auf dem Steg. Gut, es ist so dunkel, aber ich denke, man hört das Meeresrauschen im Hintergrund. Und da sehen wir den Steg, Freunde. Und da hinten gehst du mal ein bisschen ran, so nah wie möglich, die wunderschönen beleuchteten Türme, insgesamt sind es vier, von Delfin Imperial, Freunde, die
leuchten so schön. Ja, da seht ihr, die verändern die Farbe, wunderschön beleuchtet. Das ist auch ein richtig geiles Hotel, Delfin Imperial. Ich war zwar da noch nicht, aber das soll wohl sehr gut sein. Ja. Das Delfin Imperial, sehr schöne Lichtspiele. Das ist auch ein richtig großes Hotel, Freunde. So, ja, gut. Man kann jetzt nicht erkennen, das Meer, aber ich denke auch, das Rauschen, das macht schon Spaß. Ja. Gehen wir mal ein bisschen rum hier. So, Nachtessen 23, Midnight Snack, 23 bis 0 Uhr. Stimmt, so, da ist das Restaurant. Da könnte man gleich was futtern. Ach, nee, Freunde, man wird ja hier so verwöhnt. So viel Leckeres. Das geht mal ab hier. Zweite Etage. Doors closing. Kapı kapanıyor. Da lernt man noch ein bisschen Türkisch. Jetzt geht's ab. Oh. Freunde. Wunderschön. İkincika, second floor. Kapı açılmış. Door is open. İkincika, second floor. Kapı kapanıyor. Door. So, jetzt sage ich das dritte Mal schon bye bye. Und ich kann es nicht lassen. Hier sehen wir die Zimmer. Und da unten die Bar, Freunde. So könnt ihr mal sehen, wie es nachts im Titanic Beach Lara aussieht. So, jetzt sage ich aber bye. Moment, 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 Freunde. Moment. Das muss ich euch noch zeigen hier. Sehr schön beleuchtet. Da sehen wir, oh, das sieht richtig nice aus. Und da unten ist ein Weihnachtsbaum. Da könnt ihr gleich auch mal hin. Das sind die Aufzüge. Freunde, ich gehe mal da unten und zeige euch mal die Weihnachtsdeko vom Hotel. Dazu habe ich jetzt Bock. Ihr seid noch nicht entlassen. Es geht weiter. Nächtlicher Spaziergang. So. Dann müssen wir zum Lobby. Das ist richtig nice. Wir haben so richtig schön dekoriert hier. Das ist die Rezeption. Und ich zeige euch mal die schöne Weihnachtsdeko. Geschenke verpackt. Rennt hier. Oh. Normalerweise ist da ein Kaminfeuer, also ein Fernseher bzw. ein Kaminfeuer. Heute brennt es nicht. Hier sehen wir die schöne Weihnachtsdeko vom Hotel. Ein großer Weihnachtsbaum mit roten Kugeln. Ist auch böse nächst. Ach, hier gibt es noch. Das sind noch Weihnachtsblumen.
Ja.